Also wir sind hier in Schüttdorf und das ist hier der Stammtisch, diese einmal in der Weg oder zweimal in der Weg. Nee. So als ihr uns seht, kann das auch wohl dreimal in der Weg sein. Einmal. Alles in der Weg. Sitten die hier als Stammtisch, Bienanne? Und ist das, da muss man noch mal erwähnen, ist eigentlich Schüttorp nun oder Schüttrupp, muss ich hier sagen. Rot. Ist rot? Ja, ja. Immer rot. Auch noch die letzte Bundestagswahl hätte sie auch noch nicht ändert. Ja, da hättest du ihn auf die Hörner kriegen. Die Roten? Die Roten. Du hast ihn auf die Hörner. Also, aus Schüttrupp so ist doch eigentlich ein Arbeiterstadt. Absolut. Ja, genau. Und dann gegen die, nach Bentham oder Bentheim? Die Beamten. In Bem wohnen die Beamten. Und das willst du wohl wissen. In Bem holst du die Nüsse ganz schön hoch. Ich glaube, wir hätten doch hier Textilindustrie gehen. Ja, ja, ja. Und warum ist die denn kaputt gegangen, die Textilindustrie? Ja, das ist, ein Trend der Zeit. In der Textilindustrie ist es vandaag so, dass in der Textilindustrie keiner mehr kostengünstig produzieren kann. Das Ausland ist uns total überlegen. Die Importgarne die sind so billig, dass wir überhaupt gar nicht mehr die Chance haben, irgendwie was zu spinnen. Das geht kommt das um Fernost oder wo kommt das her? Die kommt einfach aus den Billigländern, kommt die Rut. Es ist auch zu verstehen. Dort wasst ja auch die Baumwolle. Und früher haben die bloß alle Maschinen. Und für Tage habt ihr auch die nächsten Maschinen. Und die Qualität von den Ländern ist ja nicht schlecht. Und wenn ich im Geschäft gehe, dann gehe ich irgendwo in den Laden und suche mir das Hemd, was billig ist. Dann kicke ich gar nicht genau, steht da drin Made in Germany oder steht da drin Made in Hongkong oder steht da in Vietnam oder Gott weiß was. Hauptsache das Hemd, was ich antrage, ist ein schönes Hemd. Und dann muss es reine Baumwolle werden und das muss auch billig werden. Ich habe so viel dazu beigetragen, dass wir kaputt kommen. Das ist so. Sind Sie denn zufrieden mit der Entwicklung, die Schüttrupp genommen hat? Oder würden Sie sagen, ach nee, das ist alles ein bisschen schief gelaufen? Nee, früher war es ein bisschen ruhiger als vandaag. Ja. Aber, was ist denn unruhig? Ja, die doet vandaag allemaal moos. Ik heb geld, je hebt ook geld, ik wil die geld. En dan, nee, dat is kinderen, die zijn onzufrieden. Die willen alles hebben. En dat is eben, we hebben daar niks. We hebben gar niks. En we freuen ons over jedes bedje wat we krijgen. En dat is vandaag grundsätzlich anders. Ja. Is dat denn ungesund, wenn die kinderen vandaag ook alles hebben? Is toch echt nein, ik vind dat niet goed. Die moet je weer runter. Die moet je weer runter. Dat kan je zo niet blijven. Wenn wir in Europa habt und wir sehen, dass die anderen Länder alle schlechter Leute leben als wir und wir wollen ein vereintes Europa haben und dann sollen sie alle gleich werden, wo soll das überhaupt passieren? Das kann ja gar nicht. Ja, auf einem hohen Niveau. Das geht doch nicht. Wo soll dann herkommen? Warum nicht? Das geht ist nicht. Nie möglich. Ja. Die Welt besteht ja nicht nur aus Europa. Wir sind in dieser Welt, wie wieder ein ganz klein bisschen, klein Häubchen und dann die Asiaten oder was das auch geht. Dann, ja. Doch. Das kann ich. Wir sind eine von den Besten. Das kann ich. Das kann ich. Das wird immer schlecht gehört. Wie mit drüber. Aber wir sind die Besten. Wie mit drüber. Ja. In Europa. Ich will doch wohl nicht sagen, dass wir mehr arbeiten als die anderen. Ja. Früher habe ich das immer gesagt. Wir arbeiten besser, wir arbeiten mehr. Das hast du uns ganz schön wies gemacht. Das hast du uns ganz schön wies gemacht. Du kannst auch nicht bestreiten, dass es gut geht. Es geht uns gut. Ja, wir wollen das gerne so halten. Ja, das wollte ich sagen. Auf das Niveau müssen wir ganz gerne bleiben. Aber wo soll das kommen? Ja, aber die Rente geht alles schlecht. Ja. Ja. Du kannst dich gar nicht vorstellen. Wenn es dann früher um die Politik ging, en was manchmal nicht an den Köpfe gering hebt, nicht? Ja. Aber wir können ja noch mal eben über Politik anfangen. Ja, 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 das ist doch nicht gut. Wir haben auch mal politisiert, aber wir haben uns immer wieder verdrungen. Und wenn ich nachher und nachher gekommen bin, dann war es halt wieder vergessen. Ja. Aber Fritz, Heinz wollte ich sagen, entschuldige. Du kannst mir doch noch mal ein bisschen was erzählen von der Spinnenfirma, wo du wärst, und mir da vielleicht mal ein bisschen vorstellen. Ja, natürlich. Dann nehme ich die morgen mal mit an die Hand oder du mir an die Hand und erzählst mir doch noch mal ein bisschen. Ja, du kannst gerne. Ja. Sicher doch. Dann danke ich dir ganz tüchtig, dass wir ein bisschen Spaß hatten hier an den Stammtisch. Richtig. Und du gibst noch ein Glas Bier und dann. Ja, unbedingt. Das ist hier für mich, was du mir hier hinstellt hast. Ja. Kick Heinz, da bist du. Siehst du mal. Ich habe gar nicht gedacht, dass du an den Stammtisch das so ernst meinen würdest. Aber natürlich. Dass du mir hier noch mal in die Spinnerei wiesen darfst. Aber selbstverständlich, klar mag ich das. Heinz, die Spinner. Ja, die Spinner. So und dann die Spinnerei. So ist. Na, dann lass uns mal im Kick. Hallo, ich kicke, ja. Da kann ich ja wohl wiesen hier, wie Gott jetzt in den vierten Stock. Und wie sich die dann gut auf die Maschinen stehen hat und was da überhaupt gemacht worden ist. Da habe ich Spinners, da habe ich Absetters, da habe ich Putzerinnen, da habe ich Fahnenbruchzählerinnen, da habe ich Schmierbasen.
Ich bin aber als kleiner Junge hier anfangen. Was hängt das? Wann war's das? Ich bin 1947 als 14-Jähriger hier wie Schlicker und Söhne anfangen. 48 Stunden in der Wecke und auch in Nachtschicht. Du Dages, mit Pferdern in die Nachtschicht? Mit 14 Jahren muss ich in der Nachtschicht, weil da es keinen Strom gab, wegen der allgemeinen Nachkriegszeit. Es war eine verdammt, verdammt schwere Zeit. Echt schwer. Vor allen Dingen, als ich gekommen bin und das ohrige, laute Geräusch an den Ohren. Nicht? Man kann sein eigenes Wort ja nicht verstehen. Ich wüsste, wenn das in der Dorfstern, wo du jetzt stehst und die Kühe mit mir, da habe ich kein Wort von verstanden. Da war es ein unwahrscheinlicher Getöse und Krach von der Summe von der Spindel. Also, es war furchtbar. Und dann den ohrigen Stoff. Also, dauernd war es am Putzen, dass du den Stoff von den Gesichtern wegkriegst. Wie viele sind denn hier in so einem Saal als diesen hier? Hier waren so 24 Leute beschäftigt. Insgesamt habe ich etwa 400 Leute hier in der Spinnerei. In der Hochtiet? In der Hochtiet, ja. Aber dann die Automatisierung wird die Arbeitnehmerzahl immer weniger. Ihr habt das Korn und Baumwolle gemacht. Ja. Ja, ihr habt hier Ballen von Baumwolle herkriegen und da habt ihr das Garn. Ja. Es ist so, wie habt ihr in den guten Tieten wie bis zu 16.000 Kilo Korn gemacht. Was hat das dann? Das hat wie bis zu 80 Ballen Rohstoffe verarbeitet. Am Dach oder? Am Dach. Jeden Dach 16.000 Kilo Korn. Wo ist das dann gekommen, dass ihr hier den Laden dicht machen müsst? Entscheidend war wirklich das, die allgemeine Textilflaute. Denn nicht allein in Schüttrup ist die Textilindustrie kaputt geworden, sondern in der Umgebung, in den Toren, Nino, den großen Betrieb Nino, in Gronau, Van Dillen, Rave, überall so hier in der Umgebung war die Textilindustrie ganz groß und das ist überall weg. Es gibt hier praktisch nur noch in den Naubeskuppen eine Näherie und eine kleine Weberei. Und wo hätte der Schluss gut sein? Der Schluss war eine Katastrophe für uns. Ihr habt ein Jahr lang praktisch unter einem Konkursverwalter gearbeitet. Die Banken, die würden kein Geld mehr geben. Da muss dann ein Berater hin. Das war ein super Mann, was das, ein ganz super schlauen Kerl, was das. Der aus dem Himmel versprochen hat, wenn ich hier sitze, dann läuft den Laden verdammt. Aber ihr müsst jetzt alle weniger verdienen. Ihr müsst das einschränken. Ihr müsst reduzieren. Also, dann muss alles weniger gemacht werden. Und diejenigen, die blieben, die können garantiert darum an, den Laden die Löpfe da. Und er wurde alle bereit erklärt, ja nun gut, dann werden wir eben 10% oder noch mehr weniger verdienen und wir strengen uns an, das zu tun. Das hat nicht lange gedauert, 9 Monate, da platzen die Bombe und sagen die Banken, Schluss, aus, es ist Feierabend, wir dort nicht mehr verdienen. Und da war es natürlich, dass dort Zähne klappern hier bei uns. Eine Abfindung gab es keine. Die Gewerkschaft hat bloß den Himmel auf Erden versprochen. Die hat gesagt, 30.000, 40.000 Mark kriegt jeder eine Abfindung hier von du. Da wird ja für alles verkauft, da kommt Geld, aber nichts haben wir gekriegt, gar nichts. Etwas verpfeift. Und was heißt das für die und für die Mitarbeiter seiten? Ja, das war eine trostlose Gesellschaft. Manche Leute sind da nicht mit klarkommen. Manche Leute sind verzweifelt. Ich bin verzweifelt. Es ist so, ich muss mich an den Tag, wo das am Schluss war, habe ich mich mit Tränen in den Augen von denjenigen, die hier noch beschäftigt, was verabschiedet. Wiedersehen, sich mich bedankt für die Mitarbeit, die jahrelang, wo wir miteinander hier beschäftigt gewesen sind. Und dann war es mir das überlassen, die letzte Maschine stoppzustellen. Ja, und dann habe ich die Tür vom Boden durchschlagen. Und dann stand ich am Boden für die Tür und dachte, was mache ich dann jetzt? Ich war total verzweifelt. Nicht allein in mir ist das so geworden, eine hele Masse andere Leute auch. Es ist wirklich eine unwahrscheinliche Geschichte, wenn man weht, von vandaag op morgen, Schluss, Feierabend. Es geht nicht für da. Nun startet ja das Gebiet, steht ja nur unter Denkmalschutz. Ja, das steht und das soll ja nun noch mal ein bisschen was anders gut waren. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, ist das endlich nicht. Das, was du mir vertellt hast, das gab mir tüchtig unter den Hut. Ja. Ich danke dir, dass du mit mir hier bauen wirst und mir das noch mal ein bisschen verklort hast. Ja, das ist nicht.